Käse aus Frankreich kann auf sehr abwechslungsreiche Art und Weise genossen werden. Die einfachste Möglichkeit ist die Käseplatte. Der Vorteil: sieht erstens gut aus, wenig Vorbereitungszeit, also ideal, wenn Freunde kommen. Hier die kleinste Möglichkeit einer Käseplatte: ein Käse. Hier zum Beispiel der Chaours aus der Champagne. Man isst ihn auf eine besondere Art und Weise. Man schneidet den Deckel ab und löffelt den Käse aus. Dazu reicht man einen Champagner. Das ist eine herrlich erfrischende Kombination und macht Lust auf mehr. Erwartet man mehr Gäste, braucht man natürlich eine größere Vielfalt. Und wenn man die dann serviert, ist es wichtig, sie in einer gewissen Gaumenlogik zu präsentieren, damit man das optimale Geschmackserlebnis hat. Man denkt sich die Käseplatte wie eine Uhr und beginnt bei der gedachten 12 Uhr mit dem mildesten Käse. Und hier haben wir den Brillat Savarin, das ist ein ganz milder, sahniger Käse. Und dann platziert man im Uhrzeigersinn die immer würzigeren Sorten. Hier dann Weichkäse mit weißem Pilz, wie zum Beispiel Brie de Meaux. Schnitt- und Hartkäse, hier haben wir den Comté, der schon etwas kompakter und dichter ist in den Aromen. Dann kann es richtig würzig werden, wie zum Beispiel mit einem Münster. Und den Abschluss bildet ein pikanter Edelpilzkäse, in dem Fall der Bleu d'Auvergne. Was passt zum Käse außer der Weintraube? Experten sprechen ja von Käsearomen, die an Frucht oder an Nuss erinnern. Und deshalb reicht man das auch gerne dazu. Hier haben wir zum Beispiel Physalis, exotische Früchte mit so einer schweren Süße. Es passt perfekt zu aromatischen Käsesorten oder getrocknete Aprikosen, Feigen passen wunderbar. In Edelpilzkäse spricht man von Aromen nach Nuss und deshalb serviert man auch gern die Nuss zu Edelpilzkäse. In Frankreich gibt es über 1000 Käsesorten, da hat man natürlich immer reichlich Auswahl für neue Käseplattenideen.